10 Dinge, die Yu-Gi-Oh-Spiele nicht sagen, Teil 3. Die Zeit, in der die neue Bandlist rauskommt, ist mega langweilig. Ich meine, wen interessiert sowas schon? Mich auf jeden Fall nicht. Ach Mann, ich hab so satt, dass ständig neue Karten in mein Lieblingsdeck reinkommen. Ich meine, es hat ja schon genug andere Karten bekommen und naja, es wird langsam auch mal Zeit, dass andere Decks auch neue Karten kriegen. Das Side-Deck ist etwas, was man wirklich nicht braucht. Also mein Main-Deck hat auf alles eine Antwort. Ich weiß gar nicht, wofür das erfunden wurde. Ich verstehe gar nicht, warum man mit 8000 Lebenspunkten spielt. Ich meine, man könnte doch einfach mal wie im Anime einfach mit 4000 Lebenspunkten spielen. Dann sind Duelle viel schneller vorbei und man kann viel mehr machen. Sei viel besser. Ich find's toll, wie ausgeglichen unsere Meta ist. Kein Deck ist dem anderen wirklich unterlegen und eigentlich kann jedes Deck immer mithalten. Ich hasse nichts mehr auf der Welt, als Booster zu öffnen. Ich will doch nur die guten Karten haben. Ich glaube, ich muss jemand anderen das machen lassen. Oh, die ist okay. Ja, ich gebe die einfach meinen Freunden und die geben mir dann die gute Karte. Oh, ey, 20 Booster noch? Nee, Mann. Also ich habe schon länger mit der neuen Timeout-Regelung gespielt und so wie sie ist, fühle ich sie derzeit perfekt. Da muss echt nichts dran geändert werden. Übrigens, Cowboy-Effekt. Nein, Turniere? Ah ja, finde ich eine sehr gute Sache. Denn es fässt endlich keiner mehr meine Karten die ganze Zeit an mit seinen dreckigen Finger. Gar nicht. Und man muss auch mal das Offensichtliche sehen, das was klar auf der Hand liegt. Man spart eine Menge Geld. Ist das Beste an Yu-Gi-Oh! Nicht einfach der Würfelwurf am Anfang? Ich meine, ich finde es super, dass mein Gegner immer gewinnt. Dann muss ich nicht entscheiden, wer anfängt. Was soll denn das jetzt? Jetzt kommt die Ghost Rare auch noch zurück. Als ob Starlight Rares und Collector's Rares nicht schon zu viel des Guten gewesen wären. Von mir aus hätten sie auch die Secret Rares noch cutten können. 3 Raritäten sind mehr als genug.